Hallo, mein lieber Wassermann, mein Name ist Sio und ich freue mich, dass du zu mir gefunden hast. Hier kommt dein Zeichen vom Universum. Liebes Universum, bitte einmal die Wahrheit für meinen Wassermann. Welche Informationen werden jetzt am meisten gebraucht? Die einzelnen Abschnitte dieser Legung sowie nähere Informationen zu meinen Legungen findest du übrigens unten im Infotext. Bitte beachte, dies ist eine allgemeine und zeitlose Legung für das Kollektiv der Wassermänner. Nimm daher auch nur das mit dem du wirklich in Resonanz gehst und schau dir bei Bedarf gerne ergänzend die Legungen zu deinem Aszendenten oder deinem Mond an. Ich werde nicht das sagen, was man gerne hören möchte, sondern das, was gebraucht wird. Bitte beachte außerdem, dass Karten keine Macht und keine Kontrolle über dich haben und auch nichts erzwingen können. Nur du trägst die volle Verantwortung für dein Leben und deine Entscheidungen. Und jetzt schauen wir uns an, welche Botschaft das Universum heute für dich hat. So eine brauche ich noch und dann können wir schon starten. Hier auf deiner Ebene sehe ich, dich beschäftigt hier aktuell ein Treffen oder ein Gespräch mit einer bestimmten Person und man kommt hier irgendwie nicht durch, ja, oder es ist vielleicht auch eine Art Konfliktsituation. Ich meine, das glaube ich ist eher bei einer kleineren Gruppe. Also irgendetwas ist hier nicht ganz stimmig in der Kommunikation. Vielleicht, ja, vielleicht eben auch tatsächlich, dass du das Gefühl hast, mit einer Wand zu sprechen oder dass man das Gefühl hat, irgendwie ist hier eine unsichtbare Wand, die hier hochgefahren ist. Bestimmte Informationen kommen hier nicht durch. Das kann natürlich auch in beide Richtungen gehen. Ja, dass man hier vielleicht ein bisschen voreingenommen ist oder das Gegenüber voreingenommen ist. Ja, oder dass man bestimmte Erwartungen hat. Und irgendwie bestimmte Informationen vielleicht auch gar nicht gehört hat. Ich habe aber mehr das Gefühl, dass diese Person hier ein bisschen auf stur schaltet, ja, also dass du hier irgendwie nicht durchkommst und das beschäftigt dich aktuell sehr, also irgendeine zwischenmenschliche Angelegenheit. Wir schauen ja immer auf das gesamte Umfeld, ja, wir schauen auf Familie, Freunde, Partnerschaft, berufliches Umfeld, Bekanntenkreis, ja. Also ich nehme aber an, du weißt, um was es hier geht. Die Sache ist die, hier tut sich gerade Schicksalhaftes bei dir, mein lieber Wassermann. Hier haben wir schon mal den Impuls, dass du hier gerade eine sehr gute Intuition hast und dass es hier für viele gerade um die Berufung, um die Bestimmung geht. Ganz allgemein, dem Weg zu folgen, der dem eigenen Lebenssinn entspricht. Ja, also eben auch dem, was du wirklich möchtest, ja, was dir gut tut, ja, es geht ja auch um eine Zufriedenheit und das Universum sendet dir hier offenbar Zeichen, ja, also vielleicht hast du hier auch viele Ideen aktuell und deine Energie, die beginnt zu steigen, ja, und deshalb ist es auch wichtig, dass diese Sache hier, diese zwischenmenschliche Angelegenheit jetzt nicht alles überschattet. Das ist jetzt durchaus leichter gesagt als getan, denn es ist natürlich klar, wenn hier im Umfeld, gerade wenn das hier vielleicht eine Person ist, die dir nahe steht, wenn hier irgendeine Unstimmigkeit ist oder eine Unklarheit ist, dann ist das natürlich vollkommen verständlich, dass einen das beschäftigt. Vielleicht kannst du es hier für dich auch so hinbekommen, dass du nur einen bestimmten Teil deines Tages dieser Angelegenheit widmest und eben auch ganz bewusst auf diese schicksalhafte Entwicklung blickst. Ja, denn das sieht hier wirklich wunderbar aus, mein lieber Wassermann. Und da besteht jetzt einfach eine sehr, sehr gute Möglichkeit, dass du hier einiges in Bewegung bringst.
Wir schauen jetzt noch in die Außenschau, also wie sieht deine Situation von außen betrachtet aus? Und auch hier haben wir den Impuls, dass du hier deinem Weg folgst, ja, also deinem ganz individuellen Weg, deiner Bestimmung. Irgendetwas, was für dich persönlich sehr, sehr wichtig ist, was dich persönlich ausmacht, ja. Und da sehe ich auch, also das sehe ich hier auch zweimal, viele Geistesblitze oder ein ganz bestimmter Geistesblitz. Das ist hier der Zeitraum der Gegenwart, ja, so kann das bei manchen schon stattgefunden haben. Das kann aber auch noch vor dir liegen, ja, also in den nächsten Stunden oder wenigen Tagen geschehen, ja, dass du hier bestimmte Erkenntnisse hast, die dich auf deinem Weg voranbringen. Und dafür ist es natürlich auch wichtig, den Kopf frei zu haben, ja. Das ist sicher hier eine herausfordernde Angelegenheit, ja, wenn es hier um irgendetwas im zwischenmenschlichen Bereich geht. Es ist aber wichtig, hier beiden Themen hier Raum zu geben. Vor allem eben auch hier dieser Entwicklung, denn da geht es auch um deine Zukunft und dass sich die eben auch positiv entwickeln soll und du hier jetzt gerade viele Hebel betätigen kannst, dass hier einiges dann rund laufen kann. Wir schauen jetzt in die Blockaden, die sich hier aktuell zeigen. Diese Blockaden sind bereit aufgelöst zu werden, sorgen eben in der aktuellen Situation für Verzögerungen bzw. Stillstände. Wir schauen im Anschluss wie immer in die Lösungsimpulse und abschließend in die Tendenz. Natürlich kann hier auch das ein oder andere Thema dabei sein, das dir einfach nur bewusst werden soll, um dann schon aufgelöst werden zu können. Bleiben wir jetzt direkt hier im Zwischenmenschlichen, denn es kann sehr gut sein, dass das hier jetzt auch zusammenhängt. Das Universum wirft uns hier auch eine Personenkarte aus, also die Person, um die es hier geht, ja, die neigt dazu, in anderen Menschen Zweifel auszulösen, kurz gesagt. Und hier ist es wichtig, Acht zu geben. Das kann sein, dass diese Person vielleicht auch sehr sarkastisch ist. Es muss nicht sein, dass diese Person hier negative Gedanken hegt oder ja, dir hier irgendetwas verbauen möchte. Davon wollen wir jetzt mal nicht ausgehen. Das kann eben einfach sein, dass diese Person mit sich selbst sehr unzufrieden ist und dementsprechend ins Umfeld ausstrahlt. Ja, also das kann ich mir sehr gut vorstellen und das Universum sagt hier Achtung, ja. Prüfe alles, was von dieser Person kommt. Bei wenigen können das natürlich auch zwei oder drei Personen sein, aber bei den meisten ist das eine ganz bestimmte Person. Und das, was hier gesagt wird, das könnte auch sein, dass das in einem, ja, dass das vielleicht auf lieb, dass hier irgendwie auf lieb getan wird, aber es hinterlässt ein unangenehmes Gefühl in der Magengegend, ja, also wo du hier dann eben im Nachhinein vielleicht ein bisschen zweifelst, eben auch an deinem Weg. Das kommt immer wieder vor, ja, das könnte hier durchaus eine Art Prüfung sein des Universums, ja, also wo du dich hier für diesen Weg entschieden hast und es jetzt auch darum geht, stehst du dahinter, ja, und das ist hier eben auch wichtig, dass du dir die Aussagen dieser Person genau ansiehst und es auch wirklich hinterfragst, denn das, was ich hier sehe, ist, dass das nicht wirklich stimmig ist. Vielleicht ist die Person eben nicht von deinem Vorhaben überzeugt. Wichtig ist, dass du von deinem Vorhaben überzeugt bist. Und auch hier sehe ich, dass das soll von Erfolg gekrönt sein. Ja, also das sieht ja alles sehr vielversprechend aus, mein lieber Wassermann. Dann haben wir hier auch noch ein Thema. Es geht hier um das Thema Wut oder sich über jemanden ärgern. Das möchte ich mir jetzt auch näher ansehen. Ah, okay. Offenbar hat dir hier jemand Unterstützung
zugesagt und ist dem nicht nachgekommen. Das könnte eben jetzt genau diese Person sein. Vielleicht eben gesagt, ja, wenn du was brauchst, dann melde dich oder irgendetwas in diese Richtung, und dann hat das nicht funktioniert. Das kann aber auch für sich stehen. Ich sehe hier, dass du hier sehr viel darüber nachdenkst. Es ist ja auch verständlich, hier zeigt sich natürlich auch eine gewisse Enttäuschung. Und die Sache ist die, das nimmt ja einen recht großen Raum ein. Und da ist es eben auch wichtig, dass man sich ja auch wieder auf andere Dinge konzentriert, ja, also dass das hier nicht überhand nimmt. Denn diese Blockade überschattet hier eben ja diese sehr schöne Entwicklung, die wir hier in der Ausgangssituation haben. Es ist aber verständlich, mein lieber Wassermann. Also das kann man absolut nachvollziehen. Hier auf deiner Ebene haben wir auch noch ein Thema, und da geht es eben auch darum, die Vergangenheit loszulassen, also bestimmte Aspekte davon. Da könnte es jetzt eben um diese Verbindung gehen, ja, also dass man die in einem neuen Licht sieht. So wie das aussieht, könnte es durchaus sein, dass hier immer wieder Versprechen abgegeben werden und dann aber nicht gehalten werden, ja, also dass du hier schon gewisse Erfahrungswerte hast, die sich hier einfach auch zeigen. Und es hier, denke ich, auch um eine Art Erleuchtung geht, was diese Verbindung betrifft. Das heißt jetzt nicht, dass diese Verbindung hier beendet werden soll. Das ist ohnehin wie immer deine Entscheidung, und so ein Schritt, der möchte natürlich auch gut überlegt sein. Manchmal geht es auch darum, dass man sich ein bisschen voneinander distanziert. Auch das kann sehr heilsam sein. Vielleicht geht es auch um eine Aussprache. Hier liegt auch eine Erleichterung für dich, ja, in den Blockaden, die hier auch freigesetzt werden soll. Und was hier diese Kommunikation betrifft, vielleicht ist das hier eben auch schon ein wichtiges Zeichen. Vielleicht hast du eine ähnliche Situation mit dieser Person bereits erlebt, ja, also dass dann plötzlich ja die Wände hochgefahren werden, wenn man etwas braucht oder wenn du einmal etwas brauchst. Ja, weil also irgendetwas ist mit dieser Verbindung schwierig, und das ist hier, denke ich, der Hauptknackpunkt, dass du hier gerade das Gefühl haben könntest, ein bisschen auf der Stelle zu treten. Wir schauen jetzt in die Lösungsimpulse vom Universum, was du hier tun kannst, um deine Situation zu verbessern. Hier zentral liegt das Thema Wahrheit. Das hängt hier zusammen mit dieser Wut, ja, also oder mit diesem Ärgernis, was diese Person betrifft, ja, diese Hilfestellung, die eigentlich keine ist, oder diese Hilfe, die du vielleicht nicht erhalten hast. Und das Universum sagt hier eben auch, es ist wichtig, sich anzusehen, wie ist es? Nicht, was wird geredet, sondern was wird im Endeffekt gemacht. Denn hier zeigt sich auch die Wahrheit, und offenbar gibt es hier bestimmte Erfahrungswerte, die du eben schon mit dieser Person gemacht hast. Und es ist wichtig, diese Wahrheit anzunehmen, auch wenn es nicht ganz angenehm ist. Kann hier durchaus sein, dass das eben eine Person aus dem familiären Umfeld ist und sich hier über viele Jahre eine Verstrickung eben aufgebaut hat, die man jetzt lösen kann. Und wichtig ist eben hinzusehen, wie es jetzt ist. Wir haben auch hier auf dieser Ebene den Impuls, dass es hier darum geht, einfach diese Scheinkonstruktion zu durchschauen. Ja, also es geht hier um eine Illusion, die diese Person erzeugt hat, die hier aufgedeckt werden möchte, erkannt werden möchte. Es kann natürlich sein, ja, weil wir hier auch die Wahrheit liegen haben, die nicht so ganz angenehm ist im ersten Moment, aber auf lange Sicht eben sehr heilsam, dass es hier vielleicht nicht so einfach für die ist, eben hinzusehen.
Was das Universum hier als zusätzliche Information auswirft, ist aber, wenn diese Wahrheit angenommen wird, ja, also wenn du dir ansiehst, wie es tatsächlich ist, nicht wie man es haben möchte, sondern wie ist es denn, dann wird hier eine unglaubliche Energie freigesetzt, ja, und dann kommst du hier richtig ins Tun, weil du hier automatisch diese Belastung dann loslassen kannst, ja, also da kommst du in eine sehr gute Position, die vielleicht im ersten Moment nicht so angenehm ist, aber sehr rasch, also das soll sich wie ein Schalter umlegen, weißt du dann, was zu tun ist und kommst hier voran, ja, also diese Blockade hier, die soll relativ leicht zu lösen sein. Und auch sehr spannend hier auf der Ebene des Umfeldes haben wir hier auch noch zusätzlich für dich als Information, also es geht hier ganz eindeutig um diese Person. Man weiß nie so recht, wen man vor sich hat. Ja, manchmal ist diese Person gut drauf, dann wieder schlecht drauf, ändert die Meinung, dann ist es so, dann wieder so und niemand kennt sich mehr aus. Ja, und auch hier sagt das Universum, es ist wichtig zu erkennen, wie es ist. Ja, nicht wie man es haben möchte, sondern wie es tatsächlich ist. Und das ist der Punkt, der dir Stärke verleiht, ja, der dich in deine Kraft bringt, was diese Person betrifft. Ja, das hier ist ganz entscheidend. Ja, also diese Person hat, denke ich, nicht nur zwei Gesichter. Also wenn du dir diese Karte näher ansiehst, ich glaube, diese Person hat wesentlich mehr Gesichter und zeigt immer das Gesicht, das der Person gerade in den Kram passt. Und das ist aber tendenziell eben eher jemand, der sehr unzuverlässig ist und wo man eben ja nicht so recht etwas aufbauen kann. Ja, also spannend, wer diese Person hier ist. Aber wie gesagt, um diese Situation in eine Heilung zu bringen, ist es wichtig, sich das genauso anzusehen, wie es ist. Ja, also die Wahrheit liegt hier auch ganz zentral. Wir schauen jetzt noch in die Tendenz, also was hier höchstwahrscheinlich als nächstes auf dich zukommen könnte. Da bleibe ich jetzt gleich mal hier im Umfeld. Und hier haben wir auch schon liegen. Ich nehme an, es ist dir vermutlich ohnehin schon bewusst, dass diese Verbindung eher einseitig ist. Ja, also einer gibt, der andere nimmt. Und das soll dir hier offenbar auch bewusst werden. Ja, also das soll hier, du kommst hier in der Wahrheit an. Auch wenn das natürlich keine angenehme Wahrheit ist. Nur führt das auch dazu, dass hier wieder mehr Raum entsteht und du hier natürlich dann eben auch mehr Raum hast für neue Kontakte, ja, also eben für Kontakte, die ausgeglichen sind, ja, wo ein ausgeglichenes Geben und Nehmen herrscht, ja, auch ein Vertrauen herrscht, ja, das ist hier sehr entscheidend, ja, also diese Klarheit in dieser Verbindung. Dann haben wir hier noch etwas auf deiner Ebene. Hier liegt ein Ende. Das muss jetzt, wie gesagt, nicht heißen, dass hier der Kontakt abgebrochen wird. Ja, es kann einfach darum gehen, dass diese Verbindung, so wie man sie bisher gesehen hat, dass du sie dann plötzlich in einem anderen Licht wahrnimmst und das hier eben auch sehr erleichternd für dich ist. Hinzu kommt, dass das Universum hier Gerechtigkeit ankündigt. Ja, also hier soll etwas ins Gleichgewicht gebracht werden. Wichtig dafür ist aber eben auch, dass du hier dieses Scheinkonstrukt erkennst. Also beziehungsweise, ich glaube, es ist dir ohnehin schon bewusst, aber eben die Situation so annimmst, wie sie ist. Und das führt dann zu einer Gerechtigkeit. Ja, also da soll es einen Ausgleich geben. Das Universum lässt diese Situation nicht so stehen, wie sie ist, ja. Und was hier eben auch sehr, sehr schön ist, ist eben, dass hier diese Energie freigesetzt wird, ja. Also du hier so richtig ins Tun kommst.
Und das haben wir hier ganz zentral liegen auf der Hauptebene. Hier kann man auch sehen, ja, also diese Geistesblitze, die sich hier in der Ausgangssituation gezeigt haben, die sollen regelrecht greifen. Also hier kann man schon sehen, also du kommst richtig an, ja, also du kommst in deiner Situation an, vor allem eben auch durch diese Wahrheit. Und das beflügelt dich. Und hier haben wir auch den Hinweis, dass du hier eine Herzensangelegenheit in die Umsetzung bringst. Das könnte eben ein Vorhaben sein, das für dich besonders wichtig ist. Ja, also dass es hier vielleicht eben um die Berufung, um die Bestimmung geht. Ja, etwas, das für dich, etwas, wofür du stehst. Ja, es geht hier um deine Individualität, die hier regelrecht freigesetzt wird. Und hier sehe ich eben auch diese Erleichterung liegen. Ja, wichtig ist, wie gesagt, einfach nur, was diese Verbindung betrifft, dass du dir das nochmal genau ansiehst. Denn was ich auch sehe, ist, dass du dich hier schon auf einen Lebensabschnitt hin zu bewegst, ja, wo dieser Ärger eben auch verflogen ist, einfach weil du diese Person so erkennst, wie sie ist, und dann plötzlich sind auch die Erwartungen weg, ja, und eben auch hier ein gewisser Druck, den ich hier einfach wahrnehme, und dann wird es natürlich leichter, ja, und das, was hier liegt, und vor allem das hier ganz zentral, das ist eine enorm schöne Entwicklung, und da hoffe ich wirklich, dass das hier deine Legung ist, mein lieber Wassermann. Wir kommen jetzt auf jeden Fall zum Abschlussritual, und wenn du mit dieser Legung in Resonanz gegangen bist, dann freue ich mich wie immer sehr über dein Like oder einen Kommentar. Denk auch daran, meinen Kanal zu abonnieren, wenn du das noch nicht gemacht hast, und aktiviere auch sehr gerne die Glocke, wenn du benachrichtigt werden möchtest, wenn ich neue Legungen veröffentliche. Ich meinerseits wünsche dir von Herzen nur das Allerbeste. Ich glaube an dich, glaub an dich. Möge sich der Knoten lösen. Vielen Dank für dein Vertrauen.